So Leute, willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Wir waren hier beim Bossfight gegen die Houdini-Schwestern. So habe ich sie jetzt einfach mal getauft. Ich weiß, man kann nachgucken, wie die heißen. Aber erst nachdem wir sie besiegt haben. Ah, kann ich die vielleicht zurück? Ne, zurückpusten geht nicht. Okay. Okay, die umkreisen uns. Okay, ich zieh dich an den Haaren. Das war die falsche. Okay, ich muss genau darauf achten, gegen welche der Schwestern ich gerade kämpfe. Zwei sind es noch. Okay, unter einem Hut hat sich jetzt was anderes versteckt. Ach, drüber gesprungen. Das muss man auch erstmal schaffen. Mir gefällt der Bossfight aber. Okay, der Hut, der auch der umgefallen ist, war der falsche. Oh, verdammt. Ja, das war dumm von mir. Ah, solange die ihre Hüte aufhaben, blocken die. Die können das auch. Okay, die haben durchgemischt. Aber ich glaube, der ganz rechte Hut ist, ist einer, den ich nehmen kann. Das heißt, den versuche ich jetzt im Auge zu behalten. Au. Ich nehme den hier. Oh, mein. Erstmal das da holen. So. Verlieren auch sehr schnell ihr Leben. Also. Sie sind halt Entertainer, keine Kämpfer. Kann ich verstehen. Ich habe immer gedacht, die mit dem Pferdeschwanz ist der Anführer. So, es ist der Hut in der Mitte. Aber dem in der Mitte zu folgen, ne? Ich glaube. Ich glaube, es ist der hier, aber ich bin mir nicht sicher. Aha! Ich habe euer Spiel durchschaut. Ich empfand sie jetzt aber gar nicht als böse. Ich empfand sie bloß als, ja, Entertainer, trickreiche Leute, die hier halt ein bisschen ihre Spielereien machen, aber... Ich hätte sie jetzt nie als böse identifiziert. Also, ich hätte sie nicht einsaugen müssen, finde ich. So. Was mir aber auffällt, da hinten dran, da muss ich hin. Frage ist... Ah, warte mal. Wenn Luigi die Matte vorzieht. Kann Luigi hier hinten hin. So. Ne,
Ne, einer muss immer ziehen. Dann versuchen wir mal mit Luigi zu ziehen und mit Luigi dran zu gehen. So, eben da hinten dran geschafft. Kann sich da nur Luigi durchquetschen? Frage ist halt für mich, was will Luigi dahin? Weil das da sollte eigentlich der Weg sein, mit dem wir hier links in diesen einen Geheimraum kommen. Warte mal, kann ich vielleicht... Weil die Matte hier wegpömpeln geht halt auch nicht, oder? Das Schränkchen. Die Frage ist, warum kommt da nur Luigi durch, aber nicht Luigi? Und genauso spannende Frage, wenn Luigi da durchkommt. Was ist seine Funktion hier drüben? Wenn ich erstmal hier drüben bin, dann geht hier auch nichts mehr. Oder müssen wir hier mit dem Ding die Wand einschlagen? Es erschließt sich mir nicht ganz. Wir kommen da hinten dran. Ach, wartet mal. Okay, da oben ist was lose. Ich habe das Gefühl, es hängt mit dem losen Stück da oben zusammen. Aber pömpeln kann ich hier nicht. Und es sieht auch... Okay, ich käme auch hier durch. Aber er kann sich hier nicht durchkloppen. Okay, Luigi könnte hier hin. Hello.
Bringt's irgendwas, wenn wir mit Luigi hier vorne sind? Sieht nicht so aus. Also wenn irgendeiner eine Ahnung hat, ob es damit noch irgendwas auf sich hat, der kann mir das gerne mal schreiben. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Part mit dieser Matratze zubringen. Ha, sieh mal einer an, hier unten waren wir überhaupt nicht drin. Fehlt doch eine Waschmaschine. Oder ein Trockner oder sowas. Also stimmt, das kann ich ja einfach so öffnen. Wer wäscht Spielkarten? Ich meine, Geldwäsche, okay. Ist eine Sache, aber nicht so. Ah! Piranha Bash. Kurz Geld einsammeln. So, komm her. Nein, nein, nein. Verdammt, ist er mir entkommen? Ja. Verdammt. Wieder Geld in den Sand gesetzt. Passiert viel zu oft. Aber dafür hier noch ein bisschen was gekriegt. Ich habe keine Ahnung, ob das am Ende überhaupt wirklich ein Ending gibt, wenn ich ordentlich Kohle habe, oder ob Luigi dann einfach sagt, nö, ist vorbei. Kann ich die Matratze eigentlich auch manipulieren? Nee. Und das Geld ist eigentlich bloß zum wirklichen Shoppen in-game da und wir haben schon so viel und geben nichts aus. Das wäre lustig. Kann natürlich auch sein, dass unsere gesammelten Juwelen, habe ich ja schon mal angesprochen, die wir da kriegen, am Ende auch mit reinzählen. So, der Knopf mit der Nummer 12. Das drittletzte Stockwerk, ne? Ne, viertletzte. Gibt noch ein paar. Die Strandbar. Im 12. Stock eine Strandbar, warum nicht? Die Sachen mit Sand würde ich eigentlich auch eher unten bauen, weil Sand ist recht schwer. Den würde ich nicht im 12. Stock bauen, aber die Pyramide war ja auch was? 9. Stock? 9. Stock? 9. Stock? Nee, müsste 10. Stock gewesen sein. Sieht man da schon was vorbeifahren, was wir jetzt nicht sehen können. Ach, ein kleines Piratenschiffchen. Ich muss sagen, das beruhigt mich sogar ziemlich. Piratenschiffchen sind super. Da ist auch nichts. Ja gut, was Böses ist schon dran, nämlich die Piraten, aber ansonsten. Ansonsten top! Und die fahren hier einmal um die Insel von SpongeBob rum. Vom Bikini-Atoll. Also ich nehme an, Bikini Bottom ist unter dem Bikini-Atoll. Gibt ja mehrere Theorien, weil da Atomsprengköpfe waren
also beziehungsweise Atomtests gemacht wurden, dass das eventuell SpongeBob da komplett einfach nur verstrahlt ist, dass sie deswegen so sind. Ich höre hier das geplant schon, das gefällt mir nicht. Okay, wir müssen hinter die Theke. Oh, schickes Schiff. Ah, da ist ein Gulli. Moment, was passiert, wenn ich am Steuerrad drehe? Also ich muss sagen, die Strandbar gehört wieder zu den Sachen, die ich persönlich mögen würde. Okay, da kann Luigi derzeit nichts mit anfangen. Ich merke hier Vibrationen. Versteckt sich hier etwa schon instant ein Beruf? Interessant, ich kann die Fässer gar nicht anschießen. Ich schieße durch die Fässer durch. Aber irgendwo fehlt ein Gulli. Kann ich hier den Teppich wegschieben? Nee. Teppich ist festgeklebt. Weil ich würde da wirklich gerne in die Bar rein, aber dafür müssen wir hier irgendwo einen Gulli finden. Okay, da ist auf jeden Fall eine Tür drin. Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dir dann? Also auf zum Labor. Beeil dich. Okay. Das heißt de facto, wir kommen hier nicht weiter. Auf in den Keller. Was ist denn bitte Schlimmes passiert, das jetzt unbedingt unsere Aufmerksamkeit erfordert? Ich glaube, nach dem Part mache ich mir erstmal was zu essen. Ihr kriegt hier so oft mit, dass ich mir was zu essen mache, weil ich halt... Ich bin jemand, der immer vormittags aufnimmt. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen hier gar nicht weiter, sondern wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es mit dem Labor weitergeht. Bis dann, tschüss.